Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zu Rack 2, einer neuen Folge. Weiß also Tomb Raider. Ich dachte, ich kann da hochklettern. Okay. Willkommen zurück. Hier kriegen wir locker diese Kletterpfeile drin, oder? Vorratsschuppen. Nutzen die byzantinische Münzen. Okay, cool. Mach ich. Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Okay. Kommando-Outfit. Eigentlich ist alles cool, ne? Ich glaube, ich nehme... So, das hier nochmal. Das kann ich eh nicht mitnehmen. Okay, ich nehme das mit. Das hat yeah. Schon eine Weile im Auge. Nice. Und das hier. Du hast Geschmack. Ja, ne? Finde ich auch. Jetzt haben wir einen Schalldämpfer, ne? Sehr geil. Schalldämpfer mag ich. Schalldämpfer sind super. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie ein scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Okay. Hab das Gefühl, laggt meine... Warte mal, laggt das? Hallo? 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 Nee. Habe ich aber das Gefühl. Ich hoffe, es laggt nicht, Leute. Es tut mir leid. Wenn meine Cam laggt, dann... Irgendwie... Ja, doch, klar. Verzögert ist es auf jeden Fall. Heilige Scheiße, ich frag mich, warum. Ich habe keine Ahnung, warum, Leute. Tut mir leid. Wenn mir das jetzt weiterhin so auffällt und wenn das weiterhin... Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Oh, nee. Ich werde meine Cam wieder ausmachen, Leute. Ich mache meine Cam wieder aus. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Scheiße, wenn meine Cam dann rumlaggt und asynchron ist und was auch immer. Das ist dumm. Da habe ich dann lieber keine Cam on. Okay, los, komm. Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Irgendwie.
Hey, Konstantin. Fass sie nicht an! Bitte nicht. Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören! Sie hat keine Ahnung. Wie? Ich wusste es! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Ich lag gerade allgemein so ein bisschen, ne? Also das ganze Game, die ganze Aufnahme. Mann! Das ist nicht vorbei! Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Okay. Eine Sekte, alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja. Daran vielleicht? Da kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen.
Ja, womit? Kann ich hier was nehmen oder so? Ich kann nichts nehmen. Ah. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Das hier. Vorsichtig. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Eben. Alter, wo sind wir hier, Mann? Ein Bogen! Seilpfeile. Einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Rekurvbogen und Seil. Hey, mach die Tür wieder auf. Ach, Mensch. Haben wir überhaupt Pfeile? Nein, haben wir nicht. Ich kann auch keine herstellen. Schade. Aber wir haben hier drüben sicherlich irgendwas. Irgendwas. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. So. Hat geklappt. Können Sie da raus? Na klar. Halt. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Oh yeah. Nice. Aber ein bisschen creepy kommt der Typ ja schon rüber, ne? Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Merkwürdige Bekanntschaften. Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Okay, nachdem wir das gehört haben. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Das glaube ich dir nicht irgendwie. Ha. Eine neue vielleicht, eine bessere? Ja. Weiß man nicht. Oh, warte, hat er noch irgendwas hier drin? Irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö. Ist hier noch was? Ja! Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Ja. Sehr wahrscheinlich eigentlich. Ah. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Okay. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Erstmal das hier. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit.
Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Okay. Aber Lara wird sich niemals mit ihr verbünden. Woher hat sie die Kletteraxt denn jetzt schon wieder? Compound-Bogen 2 von 4, das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, dann drücke ich jetzt mal hier. Okay, hier. E. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Oh nein! Ha! Doch noch ein Bild. Nee, warte, das ist das alte, ne? Nee. Die hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir schon. Oh Mann. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Okay. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Sitzen. Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben wir unsere Pistole wieder? Kann ich nicht nachgucken. Erwarten wir noch andere? Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille versperrt. Wenn noch jemand da draußen ist, er geht ran, Lara. Ah. Holz. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Lass uns ein paar Pfeile machen. Ich hab kein Holz mehr. Brauchen wir Holz? Immer noch mehr Holz, sein Ernst. Okay, den haben wir. Nice. Total verschmort. Geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Ah, nee, ich mache hier keine Bombe rein. Die Einheimischen. Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. Okay, den haben wir auch. Nein.
Oh lol! Oh lol! Er ist tot! Rausschwärmen! Nichts! Durchsuchung säubern! Los geht's! Nichts! Oh lol! Okay, komm her. Ja, komm her. Ich habe hier nichts. Komm näher. Hier bewegt sich noch was. Nein, tut's nicht. Da draußen ist noch was anderes. Scheiße. Ich hab mich gerade selbst umgebracht, oder? Mit der Bombe. Scheiße, die Bombe piept, die lockt jemanden an. Boah, bin ich dumm. Okay. Moment, ich hab's. Okay. Das war's. Wie machen wir das? Okay, bauen wir das Ding raus. Der ist den da oben, das ist schon ganz gut. Bevor der Sturm losbricht. Dann den da hinten ist auch eine gute Idee. Aber Leute, wisst ihr was? Das machen wir alles im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Boah, Gott, Stimme kackt ab.